Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ich habe es gleich wieder angemacht. Ich habe aber nichts verpasst, war nur eine Sekunde nach. So. Beides bitte. Wer schießt da? Wow. Wer schießt da? Schade, dass hier nichts zu sprengen ist, ne? Okay, aber wir müssten jetzt ja hier reinkommen. Genau. Wir weichen die Suche nach außen aus. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Wir hängen an ihm dran. Over. Der Gesuchte. Oh oh. Scheiße. Oh oh. Das war knapp, Leute. Das war richtig knapp. Boah, wir haben auch schon alle Sterne, ne? Okay, wir leben immer noch. Aber ob wir das hier entriegeln können? Erstmal, das hier machen. Auch gut, ne? Das haben wir schon mal geschafft dann. Das kann uns dann auch keiner mehr nehmen. Erstmal einen Schluck trinken. Eieiei, jetzt geht's aber ab, ne? So, kann man eigentlich, das würde mich jetzt mal interessieren, während solchen Aktionen, wenn man verfolgt wird, kann man abhauen. Bei Verfolgung nicht verfügbar. Hätte mich auch gewundert. Ah, der erwischt mich und ich ihn nicht. Dann darf ich jetzt den Nachteil natürlich. Mal schauen, ob die einfach ablassen von mir, wenn ich hier mich so ein bisschen verstecke. Sollte auch mal Munition neue kaufen dann, ne? Beschädigung. Was sind hier noch Polizisten eigentlich? Ach, da unten ist noch einer. Oh oh. Der Heli wird zum Problem, Leute. Okay, heizen wir ihm ein.
Oh, ficken. Okay, da konnte ich jetzt nichts mehr machen, Leute. Aber wir haben den Turm bekommen und das ist halt die Hauptsache, ne? So. Muscle-Carsten, äußerst robust. Schrecken Sie nicht vor Remplereien zurück, wenn Sie in einem solchen Fahrzeug sitzen. Wissen wir ja schon. Was, sie rufen? Zentrale, worum handelt es sich? Oh Gott, wir brauchen Hilfe. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Ich will mich doch verarschen. Einfach unten bleiben. Hat noch gar nichts gemacht. Zentrale, worum geht es bitte? Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Wir haben hier einen Notfall, bitte schicken. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Hilfe! Hier ist ein Schütze! Hilfe! Können Sie das wiederholen? Hallo? Bitch. Ich hab grad ne scheiß Karre, aber egal. Schaut's ab. Also ein Muscle Car wäre cool. Fahren die weiter drüber? Nee. Hätte mich jetzt gewundert, nämlich. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so, aber egal. Raus, sofort! Nein, 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 nein! Muscle Cars sind cool, ne? Drecksack. Jetzt ist er tot? Hör mal. Jetzt würde ich halt sagen, er ist tot, aber nicht vorher. Na gut. Dann werden wir jetzt mal hier runter in den Underground gehen. Das ist die Abkürzung für Kohle, Leute. Aber die Bäume, dass man die nicht kaputt machen kann, ist auch irgendwie nicht so toll, ehrlich gesagt. Wow! Das hat mich gerade ein bisschen gerissen eigentlich, Leute. Also ich bin auch noch am Erkunden, ne? Deswegen fahre ich ja auch manchmal ein bisschen sinnlos vielleicht in euren Augen rum. Es macht halt einfach Bock, hier so rum zu cruisen. Wow, ich habe gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin doch schon lange aus der Zone draußen, Leute. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Schicken Sie die Polizei, schnell! Ja, ich hab auch, wie weit ich weg bin. Ah! Warum ist das? Oh, zum Glück bin ich nicht im Bereich gerade. Oh, da kommen neue Bereiche auf mich zu. Eieieiei. Raus, 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 raus. Alles bloß keinen Unfall bauen. Boah. Ja. Das war knapp, Leute. Ich sag's euch. Also so robust sind jetzt auch nicht, ne? Also. Zivilist getötet, ja. Kann man mir vorwerfen. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Schickt alle Bullen, die ihr habt! LS an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Oh, raus aus dem Bereich, raus aus dem Bereich. Boah, da kommt der nächste Bereich auf mich zu.
brauche mal wieder ein reines Gewissen, ey. Alle haben es auf mich abgesehen mittlerweile. Gib Gas, der Bereich kommt von hinten auf dich zu. An alle Einheiten, wir haben ihn verloren, der Scan war negativ. Sehr gut. So, die Karre hat ausgedient, jetzt holen wir uns erstmal was Neues. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes so machen können hier noch, ne? Finden wir bestimmt noch was Geiles. Du könntest ganz in Ordnung sein. So, jetzt bekommen wir wenigstens keine GEMA Anschiss mehr. Kein GEMA-Anschiss mehr. Hoffe ich mal. Wenn doch, zweifle ich. So, jetzt nehmen wir uns das Auto hier lieber. Oh, er verkauft sein Auto. Auch gut. An uns, oder? Ah, hier ist noch ein CTOS-System. Oder müssen wir jetzt aber weit fahren? Okay, dann würde ich sagen, fahren wir dann der Folge noch hin, oder? Wir könnten auch mit Schnellreise machen, aber das habe ich in dem Spiel irgendwie gar nicht so viel Lust. Weil man kommt schon einmal relativ schnell an seine Orte hin. Wenn man nicht so einen scheiß Weg zusammenfährt. Oh, schönes Auto gerade. So. Aber macht ja auch ein bisschen Spaß. Man muss ja nicht immer perfekt fahren können. So. Aber es läuft eigentlich schon ganz in Ordnung mit dem Fahren, wollte ich gerade sagen. Aber immer wenn man das sagt, dann bereut man es nachher sofort. So, aber hier auf diesen Strecken ist es ganz gut mit dem schnellen Auto, finde ich. Da war sogar der Lambo gar nicht mal so kacke. Sehen, wie das in die Luft geht. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach Flüchtigen. Leitstelle, wir haben Treffer beim CDOS-Scan. Flüchtiger gefunden. Die Explosion haben wir auch nicht gesehen. So eine Scheiße, Leute. Aber wir haben ein schnelles Auto, vielleicht können wir die abhängen. Das wird sich zeigen. Die sind auch nicht ganz doof. Oh, gut gefahren. So schön konzentrieren, dann wird das auch was. Hoffe ich. Der Weg ist echt weiter, als ich dachte. Boah! Shit. Ich klopf mal an! Du klopfst mal an? Da ich bei deiner Mutter auch gesagt, dass ich gezeigt habe. Bastard! Wow! Eieieiei, was ist das hier für Strecken? Ich nehme mich auf die Hörner, pass auf! Ich habe Probleme!
Man hört's. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihm in die Seite. Achtung! Nein, das bist du nicht. Du Schlingel. Warum sind die eigentlich schneller als ich? Oder gleich schnell? Boah, auf zu ruckeln. Wow! Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin, ehrlich gesagt. Meine Karre macht auch nicht mehr lang. Das braucht ihr nicht glauben, Leute. Voll in den Tank reingefahren. Ganz toll, ganz toll. Ich bin very amused von dem ganzen Zeug hier. Na gut, na gut. Naja. Motorrad. Hoffentlich nicht euers. Oder hoffentlich schon. Ihr gebt mir nämlich alle derbe auf die Eier. So, jetzt gehe ich aber zu meinem CTOS in dieser Folge noch, wie ich es angedeutet habe. Macht doch keine leeren Versprechungen hier. Dich sollte man töten. Oh, schade, jetzt haut's mich drüber. Offenbar nicht. Ich finde es immer lustig, eigentlich haben Motorräder keine Handbremse, aber in solchen Spielen haben sie das immer, ne? Driften ist nicht so, ne? Mit Motorrädern ist... Ah, wir müssen, glaube ich, da runter irgendwie. Uiuiui. Hey, schönes Auto. Jetzt gehört's mir. Da kommen wir gar nicht durch. Ich dachte, wir kommen da durch. Gehst du weg mit deinem dreckigen Motorrad? Das scheint auf der Insel da hinten zu sein. Ja, Geländewagen. So sieht's aus. Hat auch einen coolen Sound, die Karre, ne? Machen wir jetzt die Füße nicht dreckig. Ich nehme meinen Geländewagen hier. Na gut, jetzt muss ich ins Wasser hüpfen, damit ich zu diesem schönen Bötchen komme. Das ich mir natürlich auch stehlen werde. Aber damit fahren werden wir erst in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich freue mich auf euch. Ciao, Leute, haut rein.